Wake up, if you wanna be a painter, paint it. The multicolored galaxy, wake up. If you wanna be a writer, write it. The shit you live with it, wake up. If you wanna be an actor, act it. There's nothing really wrong with it, wake up. If you wanna be a dreamer, dream it. Mein Name ist Walter Bittner und ich bin Musiker am Drumset. Drums und Percussion in analoger und digitaler Form bilden die Basis meiner Songs, Kompositionen und Arrangements. Mit Schlagzeug, digitalen Soundfiles und meiner Stimme gebe ich die musikalische Wegstrecke vor. In der Live-Performance integriere ich die editierten Samples aus dem Laptop in mein Spiel. Der Name meines aktuellen Bandprojekts lautet Zagaty Music. Zagaty ist mein lautmalerisches Wortspiel für den jazzigen Hi-Hat Beat, den Groove und die pulsierende Rhythmik des Drumsets. Es klingt wie Zagaty, 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 die Zagaty, 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 Music, Zagaty, Zagaty, Bomb. Zagaty Music sind Stefan Holstein, Klarinette, Alto Sax und Bassklarinette, Daniel Mark Eberhard, Piano, Fender Rhodes, Akkordeon, Melodeon und Uli Fiedler am Kontrabass. Wir vier sind eine Working Band, die schon seit vielen Jahren in unterschiedlichen musikalischen Konzeptionen zusammenarbeiten. Gemeinsam haben wir eine CD mit dem Titel Exil aufgenommen. Exil denkt zwei Seiten zu einem neuen Begriff zusammen. Denn wer ins Exil geht, muss an einem konkreten Ort Asyl erhalten. In 10 Songs erzählen wir von Exilanten wie unter anderem Irving Berlin, Robert Stolz oder Bertolt Brecht. Ich selbst und zwei unserer Gastmusiker haben eigene biografische Erfahrungen mit dem Thema in die Musik eingebracht. Song haben wir dem Grand Hotel Cosmopolis in Augsburg gewidmet. Das Grand Hotel ist kein gewöhnliches Hotel. Es verbindet eine Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber mit Ateliers und offenen Werkräumen sowie Hotelbetrieb mit Gastronomie und kulturellen Angeboten. Den Titel, den ihr bereits im Hintergrund hört, gibt's zum Abschluss in voller Länge. Er heißt Goodnight Democracy und er basiert auf Ausschnitten der Tonaufnahme von Bert Brechts Anhörung vor dem Ausschuss gegen unamerikanische Umtriebe. Würde mich freuen, wenn wir uns mal bei passender Gelegenheit live sehen könnten. Bis bald. It's a very interesting story of German life, but it's not at all pertinent to this inquiry.
it true that you have written a number of very revolutionary poems, plays, and other writings? Democracy.